Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil Nummer 7. Okay, wir haben uns in der letzten Folge mal erfolgreich speichern können. Dann begeben wir uns hier nochmal raus. Hallo? Ich würde gerne laufen. Wie habt ihr denn mit Türen, sag mal? Nicht so, glaube ich, ne? Man liegt auch so viel Flammenwerfer-Munition hier. Klopf, klopf. Aua. Kinder, sie haltet ja ganz schön was aus, ne? So, auf Wiedersehen. Na, das war tatsächlich einigermaßen verlustreich. Ja, ich glaube, die Zeit, dass wir hier einigermaßen sicher rumrennen können, die sind vorbei. Shotgun-Munition wäre halt cool. Da haben wir halt echt bei dem Kampf gegen Marguerite viel zu viel gelassen. So, dann hätten wir genau erstmal das Schlafzimmer der Eltern hier. Schauen wir da mal rein. Und jetzt geht das ja. Dank des Schlangenschlüssels. Ja. Ümchen ist da. Okay, wir kriegen wieder was zurück. Sehr schön. Das ist ja schon mal ganz nett. Du warst ja bei nicht ganz aufgeladen. Gut. Jetzt wieder. Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. Mhm. Gucken, was das jetzt noch war. Können sie halt auch nicht anvisieren. Ah, ein Dietrich. Wir hatten ja unten, glaube ich, noch ein Schloss, wo wir nicht weiter kamen. Oder was wir noch öffnen könnten. Oder mindestens eins. Mhm. Schnatz, schnatz. April 1980. Jack tritt den Marines bei. Cool. Noch ein Kraut, dankeschön. Da unten ist noch Shotgun-Munition. Sehr gut. Hätte ich gern, da ist leider nichts drin. Der Hut ist immerhin noch da. Hm. Glaub, sonst war hier erstmal nichts mehr anzuschauen, oder? Wieder sehr nette Bilder hier aufgehängt. Oh, eine Katze. Immerhin eine Katze. Sehr gut. Hm. So, die Frage. Kommen wir hier problemlos rein? Tatsächlich. Ah, noch ein Rucksack.
Ethan ist halt einfach voll mit Rucksäcken gepackt mittlerweile. Das nächste Schatzfoto. Ist das denn? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Sieht wie ein Plan für eine Waffe aus. Haupthaus, Toilette. Bei den Krähen. Alles klar, da ist leider nichts Interessantes drin. Einige Masken. Als ob das eine Anspielung an den ersten Teil sein soll. Da gab es ja auch immer mehr Masken. Da kommt bei den ganzen Kräutern, die wir jetzt gefunden haben. Würde ich ja, sag ich mal, sagen, wir heilen uns noch mal eine Runde. Schon besser. Ich glaube, einen müsste ich ja noch haben. Das dürfte jetzt soweit gewesen sein, denke ich. Gut. Ja, das haben wir. Ach, warte mal, was ja auch noch sein könnte, dass auf dem, dass das nicht irgendwie Krähen, dass wir dafür den Krähen-Schlüssel brauchen. Dann, den haben wir ja zum Glück im Inventar. Und halt jetzt auch wieder ein bisschen mehr Platz. Netterweise. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, das haben wir dann soweit erstmal. So. Wenn ich es richtig im Kopf hatte, hatten wir, glaube ich, als Uhrzeit, wie war das, 21:15 Uhr. Na, so geht's, ja. Ja. Sehr gut. Ja, sonst müssen wir halt nochmal runterlaufen, aber ich glaube, da sind wieder einige molded, wie es aussieht. Also einige von den von diesen verfaulten Monstern. Hüpf. Na toll. So, dann schauen wir mal, was hier noch alles Schönes rumliegt. Dunkelheit liegt auf jeden Fall rum. Ein bisschen verbesserte Pistolenmunition. Eine rote Zugangskarte, genau. Da haben wir schon mal eine davon. Sehr gut. Brauchen wir, ich glaube, die andere war blau, wenn mich nicht alles täuscht. Da hat jemand viel Farbstoff ins Wasser gepackt, wie ich schätze. So, haben wir sonst noch irgendwas hier? Ich glaube nicht. Ah ja, ich könnte auch mal gucken, habe ich noch irgendwas an Dings eigentlich übersehen hier? Sammelsachen? Nee. Okay. Der nächste wäre im Kinderraum, aber da
Kommen wir gerade im Moment noch nicht hin. Gut zu wissen. So, jetzt haben wir das hier entriegelt. Und kommen dann jetzt auch hier endlich mal wieder zurück. Genau, hier ist die Werkstatt. Ein ganz schönen Weg hier. Wo rechts sind da die Treppe? Dann müssten wir eigentlich zum Speicherraum kommen, oder? Hörst du hier schon wieder matschen? So, okay. Autsch! Ist dir was? Ich gehe einfach. Seid halt echt hartnäckig, Kinas. Okay, ihr seid nicht tot, sondern habt euch einfach nur verzogen. Ist in Ordnung. So, das möchte ich aber dann tatsächlich mal speichern. Habe ich jetzt noch irgendwas? Ich glaube, ich nicht, oder? Na gut, es sind halt auch langsam wieder Zeug. Ja, ich sollte tatsächlich langsam mal hingehen und Zeug. Wieder hier stellen. Wir haben den einen Dietrich, wo. Ich glaube, hier unten war ja tatsächlich noch was, wo wir das nutzen können. Habe ich noch normale Chemikalien? Wahrscheinlich nicht, ne? Daran mangelt es halt andauernd. Aber gut, die werden ja auch für alles mehr oder weniger genutzt. Die Karte kann ich mal wegpacken, die brauchen wir noch nicht. Und ich glaube, wir gehen tatsächlich mal auf die starke Munition. Okay. Dann mal los. Ich meine, hier haben wir ja aufgeräumt. Andererseits ist es halt auch nicht verkehrt, die auszuschalten, weil dann haben wir halt Ruhe. Vorerst. So, da mal drin. Hier im Kinderzimmer noch nicht. War hier noch irgendwas Dietrich-mäßiges? Ne, das hatten wir gemacht. Unten hatten wir das, glaube ich, noch nicht mitgenommen. Ja, das hat sich hier auch ein wenig verschlimmbessert, habe ich den Eindruck. Ein Krokodil. Ist kaputt. Na toll. So, mehr Kraut. Weniger Rüben. April, Oliver hat zu schreien aufgehört. Aber manchmal höre ich von oben ein Klopfen. Mai. Es stinkt total, so ein seltsamer Saft tropft von der Decke. Wie auch immer, wenn ich Zeit, weil ich Zeit hatte, habe ich die Fernbedienungstrophäe noch einmal verändert. Es leuchtet sie sogar nachts. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, haben wir denn sonst noch irgendwas Interessantes hier? Lampe mit einem Knopf drin. Dankeschön, da haben wir die Leiter.
So, April, bin mit Mami zum Krankenhaus in der Stadt gegangen. Die haben mit einer komischen Maschine ein Foto von meinem Kopf gemacht. Dann hat mir Mami ein Puzzle im Spielzeugladen gekauft mit 269 Teilen, 59 Teilen. April, doofer Oliver ärgert mich immer. Du bist krank im Kopf. April, hab Oliver angelogen, hab ihm gesagt, er soll zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Dann habe ich ihn von außen auf den Dachboden eingesperrt mit meiner Fernbedienung. Er hat geheult. Lass mich raus, Lukas. April, ich habe die Fernbedienung verändert, damit die blöde Zoe nicht mehr zum Dachboden kann. Hab sie mit meiner Trophäe vom Erfinderwettbewerb vereint. Jetzt wird sie nie finden. Ja, gut, dass wir nicht Zoe sind und sie trotzdem gefunden haben. Na, hier wären noch mehr Trophäen. Sonderpreis Amateur-Robotermeisterschaft. Ja, es war schon doch ein helles Köpfchen, der Kollege, ne? Zweiter Platz, dritter Junioren-Erfinderwettbewerb. Junioren. Dritter Platz, zweiter Junioren-Erfinderwettbewerb. Ein wenig Brennstoff, sehr gut. Sollte ich, glaube ich, auch wieder öfter nutzen. Fußball. Ich glaube, der hat nicht allzu viel hier zu sagen. Mit dem Baseballschläger können wir, glaube ich, nicht allzu viel anfangen erstmal. Okay. Gut. Da ist doch noch was, ne? Sieh mal einer an. Noch mehr Shotgun-Munition. Die können wir auch immer ganz gut gebrauchen. Kroki. War hier nicht noch irgendwas? Ah ja. Ein paar Pillen. Okay. Noch ein Dietrich. Aber sie gehen echt nochmal runter. So, das müsste ja. Überwachungsraum müsste das sein, genau. Theoretisch sollte da nicht mehr so viel passieren. Vielleicht haben wir sonst alles soweit hier mitgenommen, ne? Also müssen wir in der Etage. Gut. Dann will ich tatsächlich erstmal reingucken. Wie gesagt, notfalls haben wir noch ein bisschen Munition. Okay, wir gehen durch die Tür und dann in den Überwachungsraum rein. Alles klar. Ich glaube, da durchquetschen. Ich glaube, ist relativ egal. So, das sollte ja auch passen. So, jetzt endlich. Jo, mehr Munition. Sehr gut, das dürften wir auch. Erledigt haben. Alles klar, Flint ist durchgeladen.
dann zurück. So, dann können wir jetzt tatsächlich mal auf dem Dachboden umschauen. Und schauen, was Lukas hier so zusammengebastelt hat. Ah, hier klackert es tatsächlich auch schon wieder. Hallöchen. Kriegen wir aber, glaube ich, per Nahkampf nicht. Oder? Dann komm, heilen wir uns nochmal. Sicher ist sicher. Klick. Einen Schuss haben wir noch. Happy Birthday Band. Dankeschön. Renovierungsvertrag. Kunde Jack Baker. Auftragnehmer Trevor and Chamberlain Construction. Renovierungszeitraum 10. November 1992 bis 30. November 1992. Umfang, Installation von schattenaktivierter Tür in der Eingangshalle. Okay. Eine Spielzeugaxt und eine Flintenattrappe. Ja gut, die haben wir ja schon, die Attrappe. Können wir dann, dass sich das Dings hier auch voll ist. So, ich bräuchte dringend mal wieder hier Chemikalien. Wo ich glaube, ein starkes habe ich sogar noch. Ein starkes habe ich ja, glaube ich, noch. Wo wir gerade davon reden. Okay, hier ist wieder zu drehen, alles klar. Urteil. Das Gemälde zeigt eine Frau, die vor einer Menge kniet. Da haben wir noch ein Häuschen, sehr schön. Aber sonst erstmal nichts mehr großartig. Wo geht denn das hin? Na, wir sehen es noch nicht so ganz. Ja, alles klar. Gut, dann drehen wir mal. Obwohl, das könnte, ja, mehr oder weniger hinkommen. Wir müssen ja diesen Körper irgendwie hinkriegen. Na gut, das ist jetzt nicht so. Obwohl. Ne? Ja, doch, so. So wird ein Schuh draus. Sehr schön. Hat sich der Kleine bei Papi was abgeschaut, schätze ich mal. Ja, nicht genug Platz, alles klar. Dann machen wir kurz einen Abstecher zum Safe Room. Ich hoffe, mir will uns nichts in die Quere kommen. Andererseits, ich meine, wir haben ja auch ein bisschen was an Feuerkraft jetzt.
So, dann können wir nochmal die Sachen halt eh, ich glaube, die brauchen, bringen ja eh nichts, einfach in die Truhe packen. Die Waffenattrappen. Zack. Diesen Aspsitonikum hätte ich halt noch. Ich habe ja gut, die starke Chemikalie kann ich dann auch noch mit dazu holen. Pillen kommen zu den Pillen. Munition passt ja soweit. Den einen Dietrich behalte ich auch lieber mal noch im Inventar. Das Band auch, das muss ich mir nämlich gleich noch anschauen. Ah ja, und ich habe wieder komplett die Zeit vergessen und wünsche euch mal ja, noch viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke und ciao, ciao.